eben gebracht, die neue Brigitte Box. Einmal mit Brigitte Woman. Ich wusste gar nicht, dass Brigitte noch ein anderes Heftchen führt. Ich lese ja sowas recht selten. Und die Brigitte Box heute in Gelb und Grün. Wir schauen. Ich war brav, ich habe es wieder nicht aufgemacht. So. Da haben wir hier einmal, was ist denn das hier? Ein Heftchen. Interessiert mich ja immer gar nicht so. Und dann sehe ich direkt Sachen, die mir gefallen. Voll cool. Ich habe zwei Masken gekriegt. So rum. Zwei Schlammmasken. Eine Deep Pore Detox Maske und eine Detox Away Oils in Impurities. Also einmal Detox-Geschichten hier. Seventh Heaven. Ich weiß gar nicht, ob ich die Firma schon kenne. Offensichtlich sind das auch Peel-Off-Geschichten. Ich bin gespannt. Ich liebe Gesichtsmasken. Ich soll es nur wieder öfters machen. Finde ich gut, mag ich. Dann ziehe ich raus. Kalosan Naturell, natürliche Pflegelotion für zart. Bin nur nicht ganz sicher, ist das eine Fuß- und Beinlotion. Finde ich gut. Fußzeug kann ich immer gebrauchen. Das riecht nach Erkältungsbad. Und das gefällt mir. Erkältungsbärde, Eukalyptuszeug finde ich gut. Gefällt mir. Finde ich sehr nice. Dann gibt es hier was zum Trinken. Finde ich auch mal nicht schlecht. Fesslaue Balance Juicy Pfirsich Mango mit 7% Fruchtgehalt. Mach mal direkt mal auf, wie das Zeug hoppala schmeckt. Sehr lecker. Wie Sprudel Medium mit dem Schuss Mango. Das ist gleich leer. Trinken im Sommer ganz wichtig. Ah, könnte man sich kaufen. Finde ich gut. Dann habe ich hier von L'Oréal Professionnel ein Spray, um die Haare besser zu entwirren. Finde ich ganz cool. Mag ich sowas, weil ich habe ja recht dünnes Haar und es verheddert sich grundsätzlich immer. Dann von 4711 eine Dusche. Ich finde, die haben sich ja die letzten Jahre auch gemacht mit diesen Linien für junge Leute. Finde ich ganz, ganz cool. Und da habe ich weißen Pfirsich und Koriander. Koriander, das rieche ich auch gern. Oh, das riecht auch echt gut. Das riecht voll nach Koriander. Da ist meiner Meinung nach nichts mit Pfirsich. Finde ich sehr, sehr gut. Allerdings sind die Sachen von 4711 recht teuer. Aber ich werde es mit in Urlaub nehmen wahrscheinlich. Dann habe ich hier ein Wimpernserum. Yay, Wimpernserum, voll gut. Anscheinend nach 14 Tagen fängt das Wachstum an, nach 28 Tagen. Fokussiere. Sieht das so aus? La Mer. Ich kenne die Firma nicht. Aber sowas finde ich immer gut. Ich hätte ja gerne mal dieses, heißt es M2 Lashes, aber 120 Euro. Es würde mich nur interessieren, ob das auch so ein Serum ist, was auf den Wimpernkranz gegeben wird. Komm raus, du. Ja, ich denke auch. Ja, super. Damit fange ich heute Abend gleich an. Wenn ich dann in 14 Tagen längere Wimpern habe und in 28 Tagen richtig lange Wimpern, dann brauche ich ja für den Sommer nichts anderes mehr, weil es ist recht heiß hier bei uns. Wir haben heute 35 Grad gehabt. Ich habe geschwitzt den Bock, ich habe nur BB-Cream, Concealer, ein bisschen Wimperntusche. Die Wimperntusche klebte nach ein paar Stunden hier oben, also das lasse ich morgen dann auch sein. Dann zuletzt Viva Toscana, ein Parfum, Vitalfreude GmbH, kenne ich auch nicht. Komm raus. Das sieht schon ein bisschen biomäßig aus, das ist also so ein Blatt. Das erinnert mich so ein bisschen an irgendwas von früher. Riecht sehr gut. Riecht sehr gut. Sehr schön. Die Brigitte Box. Ich sage ja, ich habe die Glossy Box abbestellt, weil ich da immer unzufrieden war. Aber auch mit der Brigitte Box bin ich dieses Mal echt zufrieden. Das lohnt sich absolut, die 2 Monate immer zu warten.
Und dann halt 40 Euro zu zahlen, weil ihr habt immer Sachen dabei, die echt cool sind, die neu sind, die man nicht kennt. Und vielleicht interessiert den einen oder anderen den Warenwert. Jetzt habe ich dieses Ding doch dran. Also diese Masken kosten je 1,49 Euro. Dann habe ich das Duschgel, das kostet 4,70 Euro. Das Parfum kostet 34,95 Euro, nicht schlecht. Diese Beinlotion 14,99 €, dieses Wimpernserum 39 Euro. Wow, ich denke mir immer, meine Güte, für 40 Euro kriegst du da echt coole Sachen, die du wahrscheinlich nie irgendwo sehen würdest oder kaufen würdest. Dann das Spray kostet, sind das 60 Milliliter hier? Nein, wahrscheinlich nicht. Doch, tatsächlich 60 Milliliter, 23,50 €. Also ich würde mir ganz ehrlich gesagt nie ein Entwirrungsspray für diesen Preis kaufen. Ich nutze momentan das aus dem DM für Kinder. Prinzessin Sternzauber oder sowas. Tut sein Dienst echt gut. Und dieses ist tatsächlich auch aufgelistet. Das Trinkerchen hier hätte 36 Cent gekostet. Also im Großen und Ganzen, ich bin wirklich echt zufrieden. Ich freue mich über das Parfum, ich freue mich über eine Beinlotion. Super Sache. Vielen Dank, Brigitte. Habt ihr wieder toll gemacht. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Kurz und knackig heute mal mit Infos zu den Preisen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald. Ciao.